Moin Moin zusammen, hier ist wieder der Drill und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Overwatch-Format auf dem Kanal hier. Ich habe das vor einigen Monaten schon mal gemacht und zwar ich mache einen Overwatch-Case so lange, bis wir keinen Spinbotter mehr haben. Ich glaube, in der letzten Folge waren das 7 oder 8 Stück und das werden wir heute mal wieder genauso machen, in der Hoffnung, ein bisschen die Counter-Strike-Community zu säubern. Beim letzten Mal haben wir kein Ratespiel gemacht, aber ich glaube, es ist ganz witzig, wenn wir das diesmal machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie viele Overwatch-Cases ich machen muss, bis wir keinen Spinbotter mehr haben. Und Spinbotter heißt nicht unbedingt, er muss gerade auf den Boden gucken und sich drehen, sondern er kann auch geradeaus gucken, aber ein Gegner ist irgendwie, weiß nicht, 80 Grad rechts von ihm und der fliegt sofort rüber und das ist ein Hitshot. Das ist ja eigentlich auch schon ein Spinbot. Spinbot heißt ja, ja, also ich meine mehr 360 Grad Field of View. Also wir wollen einen haben, der vielleicht einen Aimer hat, wo nicht ein Gegner ins Bild kommt und der fliegt sofort hin und der Gegner ist tot. Das zählen wir jetzt mal mit als Spinbot oder 360 Grad Field of View beim Hack eingestellt und wir schauen mal, wie viele Overwatch Cases ich mir heute wieder geben muss, bis einer dabei ist, der vielleicht sogar clean ist. Ich hatte in diesem Jahr bislang, und ich habe schon bestimmt einen dreistelligen Betrag an, oder eine dreistellige Summe an Overwatch-Cases gemacht, einen einzigen Spieler im Overwatch, der bisher clean war, der aber dafür gegrieft hat. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen, ob ich vielleicht schon nach dem ersten hier das Video beenden darf, oder ob ich hier wie beim letzten Mal 4 Stunden lang sitze und Overwatch-Cases mache. Overwatch-Case 1, wir gehen rein, ich sage, es ist das 2, der wird auf den Boden gucken und sich drehen. Und rein. Inferno. Okay, er guckt zumindest schon mal nicht sofort auf den Boden. 600 Stats, 50% Headshot-Rate. Das ist ja gerade eigentlich gut für mich. Das heißt, ich bin vielleicht nach dem ersten Overwatch fertig. Hat meiner Meinung nach aber eventuell schon mal einen Wallhack und einen Aimer an. Den Machete bin ich mir fast schon sicher. Der schmeißt bei 10 Sekunden nach Rundenstart einen Molotow in den Teppich rein, wo noch kein Mensch sein kann. Und aimt hier einfach eine Wand rein. Okay, also Wallhack wird er schon mal sicher haben. Der wird da jetzt perfekt rumziehen. Wo guckt er denn hin? Der aimt in den Boden. Da könnte man jetzt vielleicht noch sagen, der hat ihn vielleicht gehört, aber der hat halt safe schon an. Smokt seriös lang ab. Liegt garantiert an der Wand und hat eine riesige Gap. Wir werden uns das auf jeden Fall zu Ende anschauen, weil ich schon viele Cases hatte, die so anfingen, wo man direkt am Anfang gesagt hat, okay, der hat safe schon Wallhack und Aimer an. Und da bin ich mir bei dem auch schon absolut sicher. Die dann aber im Laufe des Matches, wenn ein Gegner frech geworden ist, auch plötzlich ein Spinbot angemacht haben. Deswegen, wir werden uns zurücklehnen, die Show genießen. So wie er gerade genießt, dass die Bombe vorhin auf dem Boden liegt. Der hat keine Ahnung, was hier abgeht in dem Spiel. Also vom Movement her und so würde ich sagen Silberniveau, aber vielleicht spielt er halt auch einfach so komisch, weil er eh weiß, wo die Gegner sind und deswegen nicht immer abaimen muss. Und guckt deswegen in Wände und auf den Boden permanent. Und dieser Molotov ist ja auch eine absolute Frechheit. Ab an die Hopscript hat er auch. Die sind schon AFK am Spawn. Sieht er das auf dem Radar? Gegner sind jetzt schon AFK am Spawn, weil sie keinen Bock mehr haben und drehen sich. Mann, was ist denn das für ein Video hier? Ich dachte, ich sitze jetzt hier wieder und habe hier wieder so ein Ding, irgendwie 12 bis 13 Overwatch-Cases. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache die ganze Aufnahme nochmal komplett von vorne und starte mit dem drehenden Spinbot, aber dann wäre es halt wieder, dann wäre es halt wirklich gescriptet. Das ist halt wirklich gerade der erste Case, den ich hier mache. Aber pass auf, wir machen das jetzt so, wenn da jetzt wirklich nichts mehr kommt und es kann immer noch was passieren, wie gesagt, ich hatte schon so oft Cases, die so anfingen, ich dachte mir, geil, nur ein normaler Aimer, nur ein normaler Wallhack und die haben da noch einen Spinbot angehabt. Wenn das aber so sein sollte, dass der jetzt wirklich komplett ohne 360 Grad vor 4 spielt, dann werde ich noch eins dranhängen. Ich glaube, ich kann jetzt schon ein Fazit zu dem Case geben. Ich habe mir jetzt noch die letzten paar Runden angeguckt. Der hat 21-0-0 Stats. Ich denke, die Gegner werden aufgegeben haben, weil einer von denen ist auch schon gegangen. Die haben wahrscheinlich auf seinen Bann gewartet und dann abgebrochen. Und wenn hier jetzt nichts mehr passiert, dann gehen wir direkt in den nächsten Case, glaube ich. Er hat 27-0-0. Die Gegner shiften am Spawn und versuchen da schon mit Negives abzulaben. Teammates killen sich. Also absolut, war sicherlich ein geiles Match. Also auch für ihn hat ihm sicherlich auch sehr viel Spaß gemacht. Muss Spaß machen, so Counter-Strike zu spielen. Er kommt nicht mal den Roller hoch. Ja. Yep. Gut. Klare Sache. Aimer, Vision, Bunnyhopscript auch. Begrieft. Habe ich nichts gesehen. Im Grunde wäre es jetzt schon vorbei. Ich dachte wirklich, dass ich hier jetzt wieder sitze und 8 Overwatch Cases angucke. Aber wir werden jetzt noch eins als kleines Special hinten dran hängen, weil was ist das denn hier? Mir ist aber, wo ich gerade das gesehen habe und drüber nachgedacht habe, wäre das nicht eine coole Serie, die man einmal im Monat macht, wo ich einmal mir einen Tag nehme und mich hinsetze und das immer mache, so lange, bis sich einer nicht mehr dreht. Ich habe jetzt nicht mehr die Anzahl an Spinbottern im Kopf, die wir in der ersten Folge davon hatten. Das werden wir jetzt hier sonst nochmal einblenden. Ah ja. Okay. Ah ja, okay, eins. Ja, gut, seht auf dem Boden, natürlich. Ah, ja.
Ah ja, schade. Ah. Aber es war schon klar bei Office halt. Ja. Bauer, ich guck erstmal nicht auf den Boden. Oh? Oh? Hat das schon... Ich finde, ja. Kein Spinbot, dann sind wir safe. Aber der hat alles an, Alter. Oh, der ist komplett... Oh, oh, okay, okay. Der dreht halt. Oh? Ja. Oh, aber B-Hop skippt schon mal. Ja, vielleicht ein gutes Movement. Okay. Okay, an hat er auf jeden Fall. Aber oh, er dreht sich nicht. Er dreht sich aber nicht. Aber da dreht sich ein Gegner, guck. Oder da? Ja. Ja, ja. Und dann machen wir immer da so eine kleine wie in Trackmania, so eine World-Record-Tanz-Session raus. Wann wir schaffen, diesen Rekord zu brechen und meinetwegen 7, 8, 9 oder 10 Spinbotter in Folge zu haben. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst mich das gerne wissen. Dann machen wir das als feste Serie jetzt einmal im Monat. Overwatch, bis sich einer nicht mehr dreht oder mit 360 Grad Pop spielt. Das ist jetzt unser Niedrigrekord. Erster Overwatch-Case ohne Spinbot. Ansonsten habe ich wirklich 90% plus Spinbotter. Aber damit ihr noch ein bisschen was zum Anschauen habt, mache ich jetzt nochmal ein kleines Bonus-Overwatch oben drauf. Der nächste Case ist sogar direkt ready. Ich mache mich rein. Und ich bleibe bei meinem Call. Das 2, Autosniper, T-Seite, guckt auf den Boden, dreht sich. Jetzt haben wir das Overwatch besser geworden. Ich habe doch vor 2 Wochen noch welche gemacht. Da haben alle auf den Boden geguckt und sich gedreht. Jeder Einzelne. Der auch wieder nicht. Aber das ist derselbe Dude wie eben, glaube ich. Der hat auch an. Du siehst die ersten 2 Schüsse und siehst auch, der hat an. Warlock auf jeden Fall. Aimer, da vielleicht noch nicht. Wie steht er denn? 12, 2, 11 steht der. Aber die ersten Shots, die waren so dermaßen vorgeschossen, die waren auf jeden Fall schon mal nicht clean. Und er guckt auch wieder in den Erdboden hinein. Aber der Schein stand jetzt nur mit Wallhack zu spielen. Ja, also Wallhack 100%. Also Aimer glaube ich nach wie vor nicht. Aber er hat ihn halt kommen sehen und kann dann halt da den Fast-Switch Wanted Headshot machen. Oder, oh mein Gott, spontane Planänderung. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Warum mache ich es nicht andersrum? Ich mache jetzt für diese Folge als Special, ansonsten aber dann so, wie ich es geplant habe. Wir machen dann in dieser Folge das Special, damit ihr ein bisschen was zum Sehen habt. So lange Overwatch, bis sich jemand dreht. Weil wie es aussieht, habe ich hier 2-mal in Folge keinen Spinbotter gehabt, was ich das ganze Jahr noch nicht hatte. Ich hatte nicht ein einziges Mal 2 Spinbotter in Folge. Ich hatte nicht ein einziges Mal 2 Overwatches in Folge, wo sich jemand nicht gedreht hat. Er spielt halt so blatant und so offensichtlich mit Warlock hier, der Typ. Dass ich mich frage, warum macht er nicht einfach noch den Aimer an? Also das ist ja so dermaßen offensichtlich, wie der pre-aimt und vorschießt. Warum? Und dann trifft er nicht mal, obwohl er frech anhat mit dem Wallhack. Warum machst du den Aimer dann nicht noch an? Guck mal, er gibt ja sogar hier auch total offensichtlich durch Smoke. Der ist mit Wallhack trotzdem Trash. Da ist eine Box vor, die verstecken sich hinter Mitte Box, du Vollidiot! Da ist eine Box hinter und der bangt da einfach durch. Oder versucht's. Und wundert sich, dass nichts reingeht wahrscheinlich noch. Guckt euch das mal an. Der smoked extra. Der smoked sich selbst ab. Ich wollte gerade sagen, um danach durch die Smoke zu gehen. Doch, jetzt spielt das so. Ich weiß nicht, warum man nicht sofort da geschehen geblieben ist. Das war's. Also Aimer, denke ich, hatte der nicht an. Wallhack, ganz, ganz schlimm und offensichtlich. Habe ich Bunny Hops gesehen? Nee, habe ich nicht. Gegrieft hat er auch nicht. Also der hat mit Vision Assistance gespielt. Das war ganz klar. Schicken wir ab. Und ich warte auf den nächsten Case. Und dann gucken wir mal, ob ich endlich wieder einen habe, der sich dreht. So, ich muss jetzt knapp 10 Minuten warten, glaube ich. Ich habe 2-3 Mal das Spiel neu gestartet und ein paar Deathmatch in der Zwischenzeit gezockt. Weil meistens muss man immer irgendwas machen, damit der neue Case dann im Hauptmenü angezeigt wird. Und wir gehen rein in Case 3. Das 2. Jawohl, jawohl. CT-Spawn, Autosniper. Jawohl, da sind wir doch, oder? CT-Spawn, nicht Autosniper, aber Revolver. Oh, ich glaube, da haben wir einen, oder? Bin mir vielleicht noch nicht ganz sicher. Oh, im Gegnerteam scheint aber auch der Mr. Toaster anzuhaben. Oh ja, da haben scheinbar einige an. Das Suspect hat an, mit Revolver am Spawn. Toaster 26-28 und der Puff mit 14-19 hat auch niemals diese Stats, wenn der clean gegen Spinbotter spielt. Und guckt euch mal das Radar an. Das ist eine komplette HVH-Lobby, oder? Die moven zu viert noch im T-Spawn rum. Oh, jetzt wird's wild auf lang. They talk about my one taps. And I think for me, aiming is so easy. Toaster im Clutch. Hat aber noch jemand gerade einen Kill gemacht, oder? Benjo. Ah, Benjo guckt auch auf den Boden neben ihn. Benjo hat auch an. Benjo hat 14, 3, 12 Sets. Also 5 oder 6 Hacker in der Lobby hier. Ich glaube, bei so Cases kannst du eigentlich immer nur die Map groß machen. Aber damit würde ich sagen,
sowas muss man sich nicht weiter ansehen, weil man sieht nicht viel mehr. Und für die nächsten Episoden bedeutet das, wir gucken uns das immer länger weiter an, bis wir einen haben, wie heute in Case 1 oder 2. Weil in der Regel bin ich es gewohnt, mindestens 5 plus von denen hier in Folge zu haben. Dann mal wenigstens einen komplett blatant Spinbotter noch weggedrückt. Vision werden die auch anhaben, wenn die so spielen. Bunnyhop Script auch. Reef hat er jetzt nicht. Tue ich mich immer dann schwer, da Insufficient reinzudrücken, weil die sollen einfach alles bekommen, jede Strafe, die sie bekommen. Aber das war offensichtlich. Das ist in eine ganz andere Richtung gegangen, wie ich geplant hatte heute. Also ich dachte wirklich, ich gehe wieder rein. Und wie beim letzten Mal habe ich 6, 7 Spinbotter in Folge, bis ich dann hier weinend sitze und darauf warte, dass mal einer kommt, der kein Spinbot hat. Heute war es andersrum. 2-mal kein Spinbot, aber natürlich auch an. Case 1, Wallhack, Aimbot. Der 2. nur Wallhack. Und ich glaube, das ist auch der 2. Case. Und ich habe bestimmt schon 100 Stück dieses Jahr gemacht. Ich glaube, das ist der 2. Case erst, wo jemand nur einen Wallhack anhatte. Also war ein schöner Mix, war trotzdem ein schöner Mix. Wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir das als monatliches Format machen, vielleicht ja dann auch mal live auf Twitch, wo wir in so eine Rekord-Hunt-Session gehen und gucken, ob wir einen persönlichen neuen Weltrekord aufstellen können für, weiß nicht, 10-mal Spinbotter in Folge oder so, dann lasst mich das gerne wissen, ob ihr da Bock drauf habt. Overwatch ist für mich natürlich immer ein Format, was man relativ zügig nebenbei mal aufnehmen und machen kann, aber die kommen immer unheimlich gut bei euch an, wo ich mir immer denke, es ist nur ein Overwatch, warum feiern das so viele Leute? Aber scheinbar mögt ihr das. Deswegen, wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst mich das wissen. Dann mache ich das und dann machen wir das als monatliches Format. Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream. Later! Trying to aim, failing there and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine aim. Schweine